Sie ist unsere äußere Hülle. Sie ist Schutz und gilt als Spiegel unserer Seele, unserer Haut. Eine strahlende Haut macht uns sympathisch und begehrenswert. Sie steht für Wohlbefinden und Gesundheit. Doch was ist, wenn das alles gar nicht stimmt? Wenn die perfekte Haut nur Fassade ist? Ich habe definitiv unreine Haut. Ich versuche immer mit Schminke, mit viel Schminke zu decken, aber ich finde es schon peinlich, unangenehm. Pickel ist ja immer so eine Art, irgendwas ist nicht in Ordnung. Man ist im Unreinen sozusagen. Man denkt sich irgendwie, warum hat man das jetzt mit Mitte 30? Muss irgendwie nicht sein, braucht man nicht, braucht kein Mensch. Eine Studie über das Pflegeverhalten europäischer Frauen hat herausgefunden, jede vierte Frau zwischen 20 und 40 leidet unter unreiner Haut. Warum haben sie Pickel und andere nicht? Julia, Katharina und Tiziana stehen mit beiden Beinen fest im Leben und meistern ihren Alltag. Arbeit, Freizeit, Familie. Sie haben alles perfekt im Griff. Nur nicht ihre Haut. Wenn ich viel Stress habe, dann kommen sie natürlich gleich. Stressbedingt habe ich beobachtet, in den paar Tagen, bevor ich wieder meine Periode bekomme, ist es schon häufiger. Ich habe 2 Monate nicht gearbeitet, da war die Haut auch besser. Dr. Bernd Kessler kennt das Problem. Der Dermatologe behandelt seit 20 Jahren erwachsene Frauen mit Hautproblemen. Liegt es wirklich am Stress? Im Stress werden bestimmte Stresshormone freigesetzt, die Haut wird weniger durchblutet, das Immunsystem wird herabgesetzt, es können sich bestimmte krankheitsfördernde Bakterien durchsetzen und dann kann es eben dann zu diesen Unreinheiten der Gesichtshaut kommen. Stress fördert also Pickel. Und stressige Situationen erleben wir in unserem Alltag ständig. Dadurch entsteht auch eine ganz bestimmte Art von unreiner Haut. Ja, du, ich schon sehe alles da. Wir nennen das periorale Dermatitis. Das sind dann wirklich in der Regel Pflegefehler durch zu stark entfettende Reinigung, zu oftmaliges Reinigen, Rumdrücken. Man macht ja irgendwas, aber es bringt dann nichts. Das Problem hat sogar schon die Beauty-Branche erkannt. Cremes und Gels gegen Unreinheiten gibt es neuerdings speziell abgestimmt auf die erwachsene Haut. Falsche Pflege als Ursache? Können wir jetzt abhaken. Ruhe und Entspannung bauen Stress ab und helfen damit auch gegen die Pickel. Gesunde Ernährung gibt der Haut die nötigen Mineralien und Vitamine. Und, meine Damen, wie wäre denn ein Leben ohne Pickel? Doch, es war schon schön. Ich glaube, ich fänd das schon toll. Das ist so, ich glaube, man lebt so damit und kann sich gar nicht vorstellen, dass es anders ist. Insofern würde ich mich bestimmt drüber freuen. Aber dann hat man bestimmt irgendwas anderes. Also an die Arbeit. Auch gegen Pickel kann man etwas machen. Sie müssen nur damit beginnen.